Herzlich willkommen. Ich befinde mich hier gerade auf dem Testserver und möchte heute gerne das Bezwinge die unbezwingbaren Event ansprechen, welches natürlich dieses Mal ein paar Änderungen mit sich bringt, also konkret gesagt komplett geändert wurde. Königin Antonia versammelt die tapfersten Helden in Kingsill, um die Erzfeinde von Drakania zu bezwingen. Ihr treuen Untertanen haben herausgefunden, wie sie den Circus Monstrorum als Turnierplatz verwenden können. Dort und in einem weiterführenden Portal könnt ihr Ehrennadeln verdienen, indem ihr Gegner besiegt. Sammle Sphärenscherben von würdigen Gegnern, um Zutritt zum Circus Monstrorum von Tabu zu erhalten. Öffne die Kisten der Unbezwingbaren mit den Schlüsseln der Niederlage, die du von den Unbezwingbaren erhältst. Glänzende goldene Kisten der reichen Beute können die doppelt herstellbaren Peridot-Edelsteine enthalten. In den Kisten findest du außerdem vier Teile, aus denen du eine Medusa-Puppe zusammensetzen kannst. Gut, gucken wir uns erstmal die Belohnungen an. 5 Seelensteine, 4 Schlüssel der Niederlage, 40 Sphärenscherben, ein Kostüm, Chamäleonhaut, der große Edelsteinbeutel, das Juwel der Rage, die Standarte der Unbezwingbaren und schlussendlich eins von diesen, wie heißen die, Peridot-Edelsteinen. Das reduziert die Dampfkosten, die Mana, die Wut und die Konzentration jeweils um 2%. Tragen gibt's dann hier 20, 50, 90, 140, 200, 270. Ja, 350 Tragen. Schlussendlich haben wir dann hier weiterhin natürlich die Antonia, welche uns erstmal den Auftrag gibt, 5 Sphärenscherben zu besorgen, und dann können wir hier bei Tabo diesen einen Eingang bekommen. Weiterhin sollen wir den Circus Monstrorum jetzt betreten. Und ich denke mal, das mache ich jetzt auch. Release 160 kommt dann am Montag ein Video dazu, weil dann auch die Patch Notes in Deutsch vorhanden sind. Um das gleich mal noch zu erwähnen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was wir so richtig brauchen. Weil es ist ja erstens mal Level 20, wo wir hier, auf dem wir uns hier befinden, auf dem Char. Beziehungsweise 23 ist der. Und ja, wir müssen jetzt auch nicht, wie gesagt, wir können erstmal mit Blau gucken, und bei Zwerg kann man ja eh mit Laufen ziemlich viel wegmachen. Wie ist denn das jetzt erstmal aufgebaut von der Karte her? Ganz normal, es ist ein Ritualkreis, wo man dann hier diesen Herodur zum Beispiel ruft. Medusa hat wohl gar keinen Schrein mehr. Arachna Schrein fehlt. Birch fehlt auch. Also muss man scheinbar mit Herodur beginnen. Welcher natürlich wohl mit der leichteste ist. Müssen aber erstmal warten, bis er seine Aggro weg hat. Ansonsten bringt das relativ wenig. Da können wir erstmal mit den Geschützen arbeiten, weil er doch noch relativ schnell ist und diese ihn zumindest treffen. Jetzt können wir auch langsam mal bei Herodur, kann man natürlich auch im engeren Kreis außen rumlaufen. Das ist ja bekannt. So viel hält er jetzt auch doch nicht aus, also brauchen wir gar nicht großartig viel zu machen. Und da haben wir jetzt schon mal 10 Ehrennadeln bekommen. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Kommt jetzt noch ein zweiter Boss? Ach ja, jetzt geht's mit Arachna weiter. Gut, Arachna wäre auch besiegt, wieder mal 10 Ehrennadeln dazu bekommen. Jetzt kommt Birch. Da müssen wir schon ein bisschen gucken, aufgrund seiner Bienen. Ja, wie gesagt, also, verdrückt.
die bringen es noch nicht, also dass die anderen, die automatisierten Geschütze bringen es jetzt noch nicht so, sondern das Mechanische hat jetzt erstmal mehr Sinn. Natürlich auch urigst viel Dampf zur Verfügung. Komm mal mit hier rein. Ah, macht ja auch null Schaden, muss man schon anmerken. Und Medusa ist wohl mit die beschissenste Gegnerin. Obwohl die jetzt relativ... Wow, die machen schon mal Damage. Gut, dass wir noch auf einer Heißwäre standen. Obwohl, das macht gar nicht so viel Damage. Nur diese Schlangenteile haben Damage gemacht. So, und jetzt geht's direkt in Kalis Elysium. Dazu würde ich jetzt erst einmal die Patchnotes doch nochmal rüberholen. Also, das Event geht vom 22. bis 25. Januar, also 4 Tage. Genau, im Volk erzählt man, dass die Erzfeinde von Drakania... die Erzfeinde von Drakania seien unbezwingbar. Der Widerstand formiert sich jedoch. Königin Antonia ruft die tapfersten Helden Drakanias nach Kingsley, um das Gegenteil zu beweisen. Als Gegenleistung für ihre Dienste erhalten diese tapferen Kämpfer Ehrennadeln. Bezwinge einen Erzfeind und kehre als Sieger zurück oder verewige dich unter den Legenden Drakanias, in denen du mehrere oder gar alle Erzfeinde besiegst. Ja, hier gibt es jetzt erstmal Einführungsquests. Das bedeutet, es gibt einen normalen Modus und einen Modus schmerzhaft, welcher einen höheren Schwierigkeitsgrad besitzt. Man muss aber zunächst die Quest für den normalen Modus abschließen, um die anderen Quests zu erhalten. Wenn man beide Quests abgeschlossen hat, kann man jederzeit zu Tabu zurückkehren und Sphärenscherben, also beide erhalten, einmal für den normalen und einmal für den schweren Modus. Die Sphärenscherbenpreise sind in der Einführungsquest benötigt man 5 Sphärenscherben für den Circus Monstrorum normal und 10 für den Circus Monstrorum schmerzhaft. Nach Abschluss der Einführungsquest brauchst du 9 Sphärenscherben für den normalen Modus und 18 für den Modus schmerzhaft. Dieses Event besteht aus 2 Schwierigkeitsgraden, normal und schmerzhaft, sowohl für den Circus Monstrorum als auch für das Portal zu den Weltbossen weiter unten beschrieben. Im Modus schmerzhaft sind die Gegner deutlich stärker, dort gibt's aber halt auch wertvollere Belohnungen. Die 4 Statuen habt ihr ja gerade gesehen, Beresh, Arachna, Herator und Medusa. Dann kommt halt dieser Boss. In folgender Reihenfolge, Herator, Arachna, Beresh und Medusa haben wir ja gerade auch gemacht. Von diesen 4 Gegnern erhältst du Ehrennadeln. Du brauchst Ehrennadeln, um den allgemeinen Fortschrittsbalken für das Event zu füllen. Du erhältst immer Ehrennadeln, nachdem du einen dieser Gegner besiegt hast. So. Weiterhin. Das Portal. Das Tor zur nächsten Herausforderung, was jetzt was Neues darstellt. Nachdem du die Unbesiegbaren besiegt hast, öffnet sich ein geheimnisvolles Portal für dich. Wohin führt dich dieses Portal? Es ist ein Tor zur nächsten Herausforderung. Wenn du das Portal betrittst, stehst du in einem zufälligen Weltboss aus Drakania gegenüber. Acht und das Portal verschwindet nach kurzer Zeit. Okay, wir sollten mal reingehen. Jetzt erstmal gucken, ob wir hier safe stehen. Nicht, dass wir hier mitten im Raum drin sind. Ich glaube, wir stehen safe. Okay. Gut. Alles klar. Stufe 20 bis 27 Kalis, Stufe 28 bis 31 Kalis und Herold, Stufe 32 bis 37 muss ich Kalis, Herold und Sigrismar stellen, Stufe 38 bis 43 begegnet Kalis, Herold, Sigrismar und Gorga, Stufe 44 bis 48 muss gegen Kalis, Herold, Sigrismar, Gorga und Destructor kämpfen und Stufe 49 bis 50 muss gegen Kalis, Herold, Sigrismar, Gorga, Destructor und vor allem Balor im Modus schmerzhaft antreten. So sieht das dann im Prinzip aus, jetzt zum Beispiel für Destructor. Und wenn ihr dort einen Boss besiegt habt, lässt er einen sogenannten Schlüssel der Niederlage fallen. Ein Schlüssel im Normal und 2 in Schmerzhaft. Außerdem erhältst du Ehrennadeln und andere interessante Gegenstände für deinen Charakter. Nun gibt es verschiedene Kisten, 3 neue Kisten, die eingeführt wurden. Die Kisten der Unbezwingbaren. Diese Kisten kann man mit diesen Schlüsseln der Niederlage öffnen. Das bedeutet, es gibt normale Kisten, die benötigen einen Schlüssel der Niederlage und haben eine 10%ige Chance auf einen Begleiterteil. Tragen können bis zu 1000 drin sein, Gold bis zu 80, Ehrennadeln bis zu 300 und sonstige Gegenstände wie Ausrüstung oder Edelsteine.
Dann gibt es goldene Kisten. Der reichen Beute, die benötigen 10 Schlüssel der Niederlage und haben eine 100% garantierte Chance auf ein Begleiterteil, eine 10%ige Chance auf den geschliffenen Peridot. Die erste goldene Kiste hat eine 100%ige Chance auf diesen Edelstein. Das heißt also, wenn ihr eine von diesen Kisten aufmacht, habt ihr auf jeden Fall einen davon. Die goldenen Kisten sind nicht immer vorhanden. Nachdem du einen Boss besiegt hast, erscheinen sie mit der folgenden Wahrscheinlichkeit. 5% im Schwierigkeitsgrad normal und 20% im Schwierigkeitsgrad schmerzhaft. Die goldenen Kisten sind also deutlich schwerer zu bekommen, enthalten jedoch auch viel bessere Belohnungen. Manchmal lohnt es sich, einige Schlüssel der Niederlage aufzubewahren und auf eine Kiste der reichen Beute zu warten. Aber das ist dir überlassen. Ja, die drei Kisten befinden sich bei Kalis am Anfang, bei Herold am Anfang, bei Sigrisma am Anfang, bei Gorga am Anfang an der Seite, bei Destructor am Anfang, bei Balor an der Seite links. Medusa-Begleiter. Medusas übliches Schlangenantlitz, nur etwas kleiner. Sie folgt dir überall hin und hilft dir. Wie? Wie das? Bei ihrem Anblick lassen die Gegner vor Lachen ihre Waffen fallen. Man kriegt 10 mehr Wut, Konzentration, Dampf und Mana und benötigt diese 4 Teile, Hörner, Augen, Hände und Schweif. Die 4 Teile kann man an der Werkbank kombinieren. 10% in den normalen Kisten und eine 100% garantierte Dropchance in den goldenen Kisten. Natürlich 100% entweder das, das, das oder das. Genau, der geschliffene Peridot Stein reduziert deine Wut, Konzentrationsdampf und Mana-Kosten. Du erhältst einen dieser Edelsteine über den Hauptfortschrittsbalken und hast außerdem eine Chance in den goldenen Kisten. Der funktioniert nur bei Mänteln. Also das heißt, den könnt ihr nicht in den Kopfschutz reintun. Es gibt 3 Stufen, halt 2%, 3% und 4%. Und wenn ihr dreimal den geschliffenen habt, könnt ihr daraus einen kreuzförmigen machen. Wenn ihr dreimal den kreuzförmigen habt, könnt ihr daraus einen Astral-Peridot machen. Fortschrittsbalken habe ich euch schon gezeigt. Weiterhin, ja, den Shop kann ich euch auch in-game zeigen. Und wenn ihr beim letzten Event noch Zugänge zum Circus Monstrorum habt, dann bringt die euch in den normalen Modus. Alles klar. Gut. Dann gucken wir uns jetzt mal noch den In-Game-Shop an. Ja. Schlüssel der Niederlage könnte man kaufen. Circus Monstrorum Sphärenweg und Circus Monstrorum Sphärenweg Schmerzhaft könnte man kaufen. Dann gibt es direkt Sphärenwege, die euch zu den einzelnen Bossen bringen. Und das andere, das Heldenpaket gehört hier noch dazu. Großes Heldenpaket, kleines Heldenpaket. Bezwingerpakete gehören dazu. Und der Rest ist im Prinzip Sterngold-Event. Dazu werde ich natürlich auch noch kommen. Gut. Kalis, in welche trollige Richtung willst du denn gehen? Geht bei der eine Rüstungssenkung? Ja, geht. Also wird auf jeden Fall, denke ich mal, kein Problem darstellen, die zu töten. Die droppt euch jetzt 25 Ehrennadeln und ein Schlüssel der Niederlage. Wie schon gesagt, hier kriegt ihr ein Schlüssel der Niederlage und im schweren Modus gibt es 2 Schlüssel. Das ist natürlich Release 160 Feature. Wenn ihr Premium habt, könnt ihr auf euer Schließfach zugreifen und dort halt auch Sachen rein- und rausnehmen. Und hier sind jetzt die angesprochenen Kisten. Hier hätten wir auch so eine glänzende goldene Kiste der reichen Beute. Da benötigen wir aber 10 Schlüssel. Und hier hätten wir 2 normale Kisten. Ich mache jetzt mal die rechte auf. Da drin waren jetzt 20 Ehrennadeln und ein blauer magischer Gürtel. Ja. Wird auch hier schön angezeigt, dass das ja die goldene ist und hier sind 2 normale. Und dann kommt er halt wieder nach Kingsale zurück. Und das wär's dann im Prinzip auch schon mit dem Defeat the Undefeatables. Weiterhin gibt's natürlich noch das Sterngold-Event. Und ja, das gucken wir uns im nächsten Video an. Bis dahin, tschüss, euer Zalas. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas.